wie sie es schaffen, egal wie viel Zahlen, Daten, Fakten sie zu präsentieren haben, wie sie es schaffen, auch ins Herz der Menschen zu kommen. Und eben nicht nur die reine kognitive Information rüberreichen. Die Oxford University hat im Jahre 2006 Folgendes herausgefunden. Nach 3 Minuten einer Präsentation verabschieden sich ungefähr 80% der Teilnehmer mit ihrer Präsenz der Teilnehmer. Bei den Referenten ist es auch manchmal so. Nach weiteren 3 Minuten, ist ja klar, weil die Charts ablesen, nach weiteren 3 Minuten hängen von diesen 80%, die sich verabschiedet haben, wiederum circa 80% nur noch ihren sexuellen Fantasien nach. Was ist eigentlich Keymotion? Eine Keymotion ist nur dann eine Keymotion, um es kurz theoretisch zu erklären, wenn sie erstens die Key Facts, die Key Message kommuniziert, die zentrale Botschaft oder den PowerPoint. Zweitens, dieser sollte auch einen zentralen Nutzen enthalten, den sogenannten Key Benefit, wie wir das neudeutsch nennen. Damit aber noch nicht genug. Es fehlt noch ein Key Visual. Damit ich eine durchgängige Geschichte erzählen kann, eine metaphorische Dimension. Und viertens, was ganz wichtig ist, neben dem Key Visual, ich brauche eine Art Key Wording, ein Vokabular, das ich durchgängig bedienen kann. Nur dann ist eine Key Motion eine Key Motion. Das, was Marketern sehr bekannt ist, eben Kernaussagen zu finden, das in Wording zu verpacken, in Bilder zu verpacken, Emotionen zu transportieren, dass es mal auch in andere Bereiche reingetragen wird. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, dass man auch solche Materialien anders präsentieren könnte, der findet plötzlich Vergnügen daran, der hat Spaß daran, auch die Frage zu beantworten, wie präsentiere ich? Also man sollte sich wirklich angewöhnen, die Zeit dafür zu nehmen, daran zu arbeiten, weil das, wenn nicht die Hälfte, vielleicht sogar mehr der Miete ist, um seine Inhalte wirklich zu rüberzubringen, zu transportieren und dort abzuladen, wo sie hingehören. Ich will mit Ihnen die Voraussetzungen klären, die erforderlich sind, damit Sie so eine Keymotion finden. Die Voraussetzung Nummer 1 ist diese. Ohne Liebe zur Sprache keine Chance, weil eine Keymotion oder Keymotion-Arbeit funktioniert immer. Nur über die Sprache. Die Liebe zur Sprache, das kann man trainieren, durch zum Beispiel Lesen, das kann man trainieren, durch Synonymwörterbuch, dadurch, dass man Zitate sammelt zum Beispiel und sich die aufschreibt. Schlagfertigkeit führt immer erst über Nachschlagfertigkeit. Genauso wie man das trainieren kann. Ich kenne keine Berufsgruppe, in der nicht Kreativität gefragt und gefordert ist. Streng genommen übersetzt heißt es nur Schöpferkraft. Wenn Sie beides trainiert haben, mehr noch als Sie das bisher hoffe ich tun, dann können Sie aus so einem einfachen Wort wie diesem, das sind nur 6 Buchstaben, eine Präsentation machen. Aus 6 Buchstaben. Das steckt alles, dieses Pro, dieses Fit, dieses Profi, dieses Profit, steckt alles in den 6 Buchstaben Profit drin. Ja, unter anderem auch die Beispiele und mögliche Präsentationen. Selbstverständlich kann man das nicht alles so verwenden, aber es gibt natürlich entsprechende Ideen auch dazu, dann selbst mit unserer Geschäftsleitung oder mit Vorständen, wie auch immer, in den Betrieben dann zu sprechen. Die Botschaft ist, überlegen Sie sich, wie Sie dieses Kribbeln im Bauch auslösen können, damit mehr Kino im Kopf entsteht und die Menschen sich länger an Sie und das, was Sie da präsentiert haben, erinnern. Das Konzentration auf das Wesentliche und das Emotionalere abholen. Selbst für uns Zahlenmenschen ist das eigentlich eine hervorragende Sache, auch das mal aus einer gänzlich anderen Sicht immer zu sehen. Natürlich wirkt es, sonst wäre man ja nicht erfolgreich. Also es funktioniert. Also wir hatten jetzt auch schon im Nachgang die Diskussion, wir präsentieren sehr stark halt so faktenorientiert und ich glaube, dieses emotionale Abholen ist, glaube ich, das ganz Wesentliche.